Zwischen dem 3. und 6. Januar sind die Sternsinger auch wieder in den Straßen von Tübingen unterwegs. Den Segen für das Haus bekam am Freitag auch das Tübinger Rathaus. In prächtigen Gewändern und verkleidet als die Heiligen Drei Könige sangen die Sternsinger dann auch für Oberbürgermeister Boris Palmer, der die Aktion mit 100 € für die Spendenkasse belohnte. Bundesweit machen sich rund 300.000 Kinder sowie 90.000 Begleiter auf den Weg, um Spenden für benachteiligte Kinder in der ganzen Welt zu sammeln. Im vergangenen Jahr kamen so mehr als 50,2 Millionen Euro zusammen. Im Tübinger Rathaus durften die fleißigen Spendensammler dann aber auch kurz verschnaufen und Pause machen.